Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir mit dem größten, teuersten Haul, den ich je hatte. Ich war in Berlin und ich war bei Sephora. Ihr wisst ja, ich komme aus dem Dorf, dort gibt es kein Sephora. Und ich habe dort eingekauft. Ich habe noch nie so viel Geld in einem Laden ausgegeben, aber ich dachte, ich hau jetzt richtig auf die Kacke. Ich war trotzdem sehr überrascht an der Kasse, weil ich dachte mir, ich nehme alles Mögliche mit, was ich testen kann für verschiedenste Videos, nur im High-End-Bereich, weil gerade auf YouTube habt ihr viel nach High-End-Bereich Sachen gefragt. Der gesamte Einkauf, ich will es euch nicht vorwegnehmen. Digga, ich habe 2200 Euro bei Sephora ausgegeben. Verstehst du, was ich meine? Da kriege ich eine Gänsehaut. Alle Produkte, die ich euch zeige, werden extra rausgesucht. Ich werde sie euch in die Infobox packen. Ich bin bei so einem Partnerprogramm, wo man Provision kriegt, wenn Leute was über den Link kaufen. Ich weiß nicht, ob Sephora mit dabei ist. Da hast du verschiedene Beauty-Shops. Ich glaube aber schon, ich hoffe, weil wenn da ein Sternchen davor ist, kriege ich Provision, wenn ihr was kauft. Falls euch was von den Sachen interessiert, die ich euch jetzt zeige, ich blende euch auch alles ein, was das kostet, dies, das. Das hier ist keine bezahlte Kooperation oder irgendwas. Das habe ich alles selber bezahlt. Und ich wurde so gut beraten dort. Ich war 3 Stunden im Laden. Das war echt klasse. Und ich kann diese ganzen Sachen erst benutzen, wenn ich sie dann in den Videos teste. Deswegen dachte ich, machen wir wenigstens schon mal den Haul, damit ich sie vorsortieren kann, was für Videos draus mache und. Lasst uns anfangen mit dem größten Haul meines Lebens. Bevor es losgeht mit dem riesigen XXL-Einkauf, Digis, muss ich einmal Werbung in eigener Sache machen, weil Bruder, ich bin jetzt, das war echt eine teure Geschichte und vielleicht interessieren euch meine Produkte. Ich habe einen eigenen Online-Shop, falls ihr es verpasst habt, www.elanhelo.de. Das ist ein Shop mit verschiedensten Produkten aus verschiedensten Bereichen, weil ich bin auch nicht nur Beauty oder dies oder das, ich bin auch ein riesen Mischmasch. Und ihr findet in meinem Shop alles an Sachen, die ich selber designt habe, Sachen, die ich so gut finde, die ich dort reingehauen habe und. Ihr findet zum Beispiel meine selbstdesignte To-Do-Liste, To-Do-Lamp. Dort. Ihr wisst, ich bin selbstständig, Hundemama, Ehefrau, bla. Ich habe immer viel zu tun. Diese Liste hilft mir, dort ein bisschen Überblick zu bewahren. Mit so ein bisschen Sachen für die Seele. Ich bin dankbar dafür, dass dann so eine Schweinehundaufgabe, auf die man keinen Bock hat, die Belohnung, die ist von Herzen designt mit einem Spruch, der mir sehr viel bedeutet. Wer seine Träume leben will, der darf nicht schlafen. Die benutze ich jeden Tag. Ich verspreche dir, wenn du es auch machst, 50 Seiten oder fast 2 Monate, das wird dir im Leben helfen. Dann, ihr wisst, mein Spitzname ist der Mampfa. Man nennt mich auch den Mampfa. Ich habe da so ein schönes Brettchen drin, super zum Verschenken an jeden, der Essen über alles liebt. Auch ein sehr schönes Produkt. Dann wisst ihr, gepflegte Nägel sind für mich immer die halbe Miete und ich hasse das, wenn ich unterwegs bin und einen riesen Tamtam habe und das verläuft. Nein, wir haben hier das Lamb Oil, da habe ich 5 verschiedene Sorten. Einfach mit so einem Roll-On gehst du ein bisschen rüber, kannst du überall machen und reibst es dann auf deine Hände so ein und schon sieht deine Nagelhaut ein bisschen gepflegter aus, wenn du jetzt guckst. Die beiden habe ich gemacht, die beiden nicht. Ist ein Unterschied, einfach für unterwegs, ein bisschen Beauty. Ansonsten habe ich da noch das Lash Lamb Serum mit Vorher-Nachher-Fotos von Followern. Für Augenbrauen und Wimpern. Ich habe Follower, da sind 10 Jahre keine Augenbrauen gewachsen. Das Serum hat es gerettet. Und im Moment gucke ich nach richtig tollen Do-It-Yourself-Extensions. Ihr wisst, ich hatte mit Lashes gar nichts zu tun, weil ich richtig dumm bin, was das angeht. Aber ich habe da was gefunden, was richtig Bombe ist und check halt, ob es wirklich absolut idiotensicher ist. Also, ich verlinke euch meinen Shop in der Infobox. Kleine Eigenwerbung muss sein, gerade bei so einem riesen Hammer-Video. Und in meinem Shop kommen immer wieder Sachen dazu, also checkt ihn sehr, sehr gerne ab. Und jetzt zeige ich euch den Einkauf, es führt kein Weg dran vorbei. Das Ding ist, als ich in Berlin war, war ich bei New Faces Beauty und hatte eine Make-up-Schulung und da habe ich viele Produkte kennengelernt, die ich sehr interessant und spannend fand. Unter anderem diese arschteure Natasha Denona Neutrals Palette. Ich habe Paletten mit ähnlichen Farben, so ist das nicht. Also ihr seht da oben vielleicht so ein bisschen meine Make-up-Sammlung, aber Yasmin, das ist die Chefin von New Faces Beauty, beziehungsweise New Faces, hat mir so viele tolle Sachen gezeigt, dass ich einfach nicht drum herum kam zu sagen, okay, das möchte ich ausprobieren, das will ich testen. Sehr, sehr schöne Farben. Ich muss auch sagen, mit Natasha Denona habe ich wirklich sehr gute Erfahrungen. Die haut echt krasse Sachen raus. Und sie hat halt ganz viele Töne hiervon extrem benutzt. Zum Beispiel diesen Monroe Schimmerton hat sie sehr viel bei ihren Make-up Transformation Videos benutzt. Und deswegen habe ich mir diese Palette hier geholt. Das erste, was ich auch gemacht habe, nachdem ich raus war aus Sephora, ich habe ihr ein Bild von der Rechnung geschickt. Ich sage, Bruder, guck mal, was du gemacht hast. Ich bin, was los mit dir? Wobei, vieles habe ich auch so gekauft. Also nicht aufgrund von ihrer Empfehlung. Ich packe euch aber in die Infobox ein Video von meiner Make-up-Schulung und davon, wie sie meine Make-up-Transformation gemacht hat. Also ich sah komplett aus wie ein neuer Mensch und das war ohne Filter oder irgendwas. Aber ich sah aus, als hätte ich komplett einen Filter drauf. Also das war schon eine sehr, sehr krasse Geschichte. Dann habe ich mir ebenso aufgrund von der Empfehlung von Yasmin
diese Natasha Denona Bronze Palette geholt. Auch in diesen Farben habe ich Lidschattenpaletten. Ihr wisst ja, ich habe so viel aus meiner Make-up-Sammlung aussortiert. Also vor 2-3 Jahren waren es 1000 Teile, weil ich so satt war von dem Thema Make-up. Und immer wenn ich in Berlin bin, habe ich so einen frischen Wind und so eine frische Inspiration, da Sachen auszuprobieren und auch im High-End-Bereich nochmal so mehr zu testen und sowas. Also ihr seht hier auch sehr, sehr schöne Farben, alles in diesem Bronze-Ding. Also Natasha Denona hat für mich eine wahnsinnig gute Qualität im High-End-Bereich. Ich muss sagen, eigentlich wären die Paletten nicht so krass notwendig gewesen, weil ich Paletten mit ähnlichen Tönen habe. Aber sie hat bei mir ein paar Farben benutzt, beziehungsweise bei dem Model, was wir da geschminkt haben. Und das hat mich so überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe zu der Natasha Denona schon Videos gemacht. Die kamen ganz gut an. High-End interessiert euch. Also werde ich auch diese beiden Paletten testen und euch vorstellen. Aus demselben Grund habe ich von Pat McGrath Labs eine Lidschattenpalette geholt. Ich habe von ihm schon so Pflegesachen. Die habe ich irgendwie mal von Douglas zugeschickt bekommen. Teil war jetzt für mich nicht so relevant. Die habe ich in meine Verlosungskisten getan. Und ja, Make-up-mäßig gab es 2-3 Sachen, die ich getestet habe. Also ihr seht, es ist eine Palette mit 5 Farben. Für den Bereich, also für den Preisbereich, wirklich eine ganz, ganz, ganz krasse Geschichte. Ich werde zu allen Sachen, die ich euch hier zeige, so Full-Face-First-Impression-Looks machen. Und auch die hat Jasmin mir gezeigt. Und auch die werde ich testen und berichten und euch zeigen. Also das hier ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser, teurer High-End-Einkauf gewesen. Dann war natürlich hammercool, dass ich bei einem Sephora vor Ort war und so wahnsinnig gut beraten wurde. Also wirklich Respekt. Ich habe, glaub mir, wenn du im Make-up-Business drinne bist, stellst du viele Fragen. Und ich habe so viele Fragen gestellt und alles wurde toll, perfekt beantwortet. Und ihr wisst ja, bei meinen First-Impression-Videos ist das immer so ein bisschen schwer für mich mit Foundations und Concealern. Klar, ich gucke online, ich habe meine Farben, ich gucke, vergleiche die Swatches und. Aber in Real Life dazu beraten zu werden, macht nochmal einen riesen Unterschied. Und deswegen habe ich mir auch einige Foundations und Concealer geholt, um das dann halt für euch zu testen. Unter anderem von Tarte diesen Ultra Creamy Shape Tape Ultra Creamy Concealer. Der soll gut sein bei trockener Haut, also soll relativ klar gehen, aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Deckkraft haben. Dadurch, dass er so creamy ist, da bin ich natürlich sehr gespannt drauf. Dann habe ich mir auch von Tarte diesen Glow Wand Concealer geholt. Der soll sehr schön sein. Den kannst du auf verschiedene Arten mixen, alleine ohne Make-up, mit Moisturizer Primer oder so allgemein. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich hatte von Tarte so einen No Crease Concealer bei meinem letzten Mal bei Sephora bestellt. Der hat überall gecreased, also lief irgendwie gar nicht. Und da ich halt wirklich jetzt vor Ort war und so eine gute Beratung hatte, habe ich mir halt Sachen geholt, um wirklich zu schauen, wie sehr sie gut zu meinem Hautton passen. Und Tarte hat teilweise richtig tolle Sachen, deswegen dachte ich, das probiere ich auf jeden Fall aus. Dann war ich bei NARS und da war ein Mitarbeiter, hammerkrass, und ich kenne mich ja auch relativ gut aus und ich meinte, ja, ich möchte gerne den und den Ton für meine Foundation. Also, ich glaube, der passt so, wie ich sehe. Also ja, aber ich glaube, Nummer 4, Punkt, bla bla bla, passt besser. Ich gucke so, ich so, okay, krass, er hat recht gehabt. Dann habe ich mir von NARS, das soll irgendwie deren Bestseller Foundation sein, die Light Reflecting Foundation geholt. Die habe ich auch schon sehr, sehr oft bei Influencern gesehen, also Beauty-Influencern im High-End-Bereich und sowas. Da bin ich natürlich gespannt, weil ich muss sagen, meine Top 5 Lieblingsfoundation sind fast alle im High-End-Bereich. Dann habe ich mir meine allerliebste Foundation von MAC nachgekauft für meine Videos. Das ist die MAC Waterweight Foundation. Das ist für mich die beste, die ich kenne für trockene Haut. Die funktioniert bei mir mit jedem Primer. Die kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist auch das einzige Produkt, was ich hier kenne. Alles andere ist halt komplett neu zum Testen. Und das ist so meine Allrounder Foundation für Videos, wenn ich so Testvideos mache, weißt du? Weil ich weiß einfach, sie funktioniert mit allem. Dann habe ich mir auch von Tarte diese, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, Tarte, diese Maracuja Juicy Glow Foundation geholt. Medium Coverage, Radiant Finish, soll auch sehr, sehr schön sein, sehr gut bei trockener Haut. Also ich habe auch bei den jeweiligen Countern die Mitarbeiter gefragt, so ey, was sind deine Favoritenprodukte von der Marke? Was kannst du mir empfehlen? Warum kannst du es mir empfehlen? Was ist gut bei trockener Haut? Was ist da gut? Und. Wirklich top Beratung, das war der Sephora am Alexanderplatz. Und da habe ich dann diese Tarte Foundation mitgenommen. Dann war ich bei Benefit und damit hat Jasmin mich auch angesteckt. Dort habe ich alle Blushes geholt. Also wir haben hier einmal Sunny. So, also ein sehr schöner, heller Ton. So eher in so eine korallfarbene Richtung. Dann haben wir hier den Ton Shelly. Also Benefit habe ich lange nicht auf dem Schirm gehabt, ehrlicherweise. Und durch New Faces kriege ich es immer wieder auf den Schirm, weil sie sehr viele von deren Blushes und so benutzt. Und dann habe ich auch diesen Blush geholt in so einem schönen dunklen Ton, muss natürlich aufpassen beim Verblenden und so, dass alles ordentlich aussieht. Aber Benefit
Benefit haut da auch schon sehr, sehr krasse Sachen raus. Also diese Benefit, Natasha Denona-Geschichte und so, ist alles wegen New Faces. Ich habe da alles mir abfotografiert und geguckt und. Also, das werden wilde Videos da. Dann habe ich mir von Pat McGrath Labs ein Primer geholt. Sehr schöne Verpackung, aber Digis, also für den arschteuren Preis wirkt der also wie so ein Plastikprimer. Also mit so einem Sticker, der sich schon ein bisschen löst. Bruder, ey, wenn du jetzt irgendwie für 10, 20 Euro einen Primer verkaufst, okay, die Verpackung ist auch nicht so wichtig, aber für den Preis erwarte ich, dass ich den Primer auftrage und mein Gesicht sich komplett transformiert. So, also die Verpackung finde ich hier sehr, wirklich, also sehr schlecht. Also so Billigplastik mit Kleber drauf und die Verpackung interessiert mich eigentlich gar nicht, aber bei dem Preis mit so einem Sticker, der sich schon so leicht hier löst, da würde ich persönlich auf jeden Fall mehr erwarten. Dann habe ich mir, ich habe es jetzt schon ein bisschen so vorausgepackt, damit das Video nicht unendlich lang wird, weil ich glaube, das wird schon so sehr lang, von Too Faced dieses 3-in-1-Produkt geholt. Zum Primen, Setten und Refreshen. Ich weiß, dass ich von Too Faced, von dieser Hangover-Reihe schon mal irgendwas getestet habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie meine Meinung dazu war. Ich meine aber, dass es nicht dieses Produkt war. Und deswegen habe ich es mitgenommen. Ich meine, dass es der Primer oder so war. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Dann habe ich mir auch von Too Faced dieses Setting Spray geholt. Makeup Insurance 18 Hours Long Wear Setting Spray. Weil Urban Decay verschwindet immer mehr vom deutschen Markt, so wie ich das mitbekommen habe. Und mein Lieblings Fixierspray, damit das Make-up lange hält, ist von Urban Decay All Nighter. Ja, aber wenn das nach und nach verschwindet, gucke ich natürlich nach Alternativen. Und ich habe auch ein paar Alternativen, die genauso gut halten, aber alle aus dem High-End-Bereich. Aber wo ich mit dem Finish noch nicht so ganz zufrieden bin. Zum Beispiel bei Charlotte Tilbury. Ja, es hält, aber es hat so einen Haarspray-Effekt. Also auch so von Kryolan, das hält auch gut, aber ist auch eher so Haarspray-mäßig. Also ich suche mich da noch ein bisschen durch und teste gemeinsam mit euch. Und ich habe das Geld ja ausgegeben, also wenn es Flops sind, spart ihr euch das ja. Und ich nicht. Aber egal. Dafür bin ich da. Das ist mein Job. Dafür kannst du jetzt auch gerne ein Like dem Video geben oder mich kostenlos abonnieren. Weil manchmal sind meine Videos ganz cool. Nicht immer, aber meistens. Ja. Dann bin ich bei Charlotte Tilbury auch ein bisschen eskaliert. Okay, Digga, wo bin ich nicht eskaliert? Sei ehrlich. Und zwar habe ich mir von ihr diese Matte Beauty Blush Wand Dinger geholt. Ich hoffe, ich habe Wand richtig ausgesprochen. Ich weiß, als ich das erste Mal gekauft habe, habe ich euch nämlich gefragt, wie man es richtig ausspricht. Und so hat mir das jemand erklärt. In diesen ganzen verschiedenen Farben, also Pink Pop, Dream Pop, Peach Pop. Weil ich habe mir das letzte Mal, als ich bei Sephora war, diese Beauty Wand-Dinger von ihr geholt. Die haben mich sehr überzeugt. Also ihr wisst ja, vor vielen Jahren habe ich gar nicht irgendwie flüssige Produkte und Cream-Produkte und sowas benutzt. Mittlerweile benutze ich das super, super gerne. Und die ich von ihr hatte, waren wirklich klasse. Ich glaube, da habe ich über 500 Euro oder so ausgegeben für ein Charlotte Tilbury First Impression Video. Das war echt eine harte Nummer. Und die fand ich jetzt so gut, dass ich dachte, okay, wir testen die Matten auch nochmal, weil es ist schon ein Unterschied bei so einem Produkt zwischen matt und glowy vom Auftragen, vom Verblenden und sowas alles. Dann habe ich mir diese Man Eater Mascara von Tarte geholt, weil ich einfach gucken wollte, wie diese Mascaras in dem High-End-Bereich sind und weil ich die Bürste hier sehr interessant fand. Was mir aber sofort auffällt, Digga, Moment, lass mal den Beauty-Profi reden. Habe ich sie hier? Oh, ich habe sie nicht hier. So eine Kacke. Guck mal, das ist ja oft so im Business. Du hast ein Produkt und 20 Leute verkaufen das Produkt mit ihrem Namen. So, Chanel hat eine Mascara, die benutzt auch noch die Firma und die Firma zu verschiedenen Preisen. Und diese Mascara sieht für mich 1:1 aus wie die Essence pinke Mascara. Ihr wisst, welche ich meine. Ich habe sie leider nicht hier. Oh, nee, die muss ich mir kaufen. Das schreibe ich mir direkt mal auf, um da einen Vergleich zu machen. Pinke Essence Mascara kaufen. Weil wenn du viel in diesem Beauty-Game drinne bist, dann siehst du sowas auch relativ schnell. Heißt nicht, dass es so ist, aber sie erinnert mich vom Großen und Ganzen genau daran, auch von der Bürste. Ich bin gespannt. Das möchte ich nämlich testen, weil dann kannst du dir einfach die von Essence holen, anstatt die hier. Verstehst du, wie ich meine? Dann habe ich mir auch von MAC eine Mascara geholt, die False Lashes Maximizer Mascara. Und zwar ist das so ein Mascara Primer. Der beste Mascara Primer, den ich kannte, war von Maybelline Lash Sensational. Den haben sie leider aus dem Sortiment genommen. Ich habe mittlerweile keinen mehr gefunden, der genauso gut ist. Auch nicht High-End-Bereich, auch nicht Clinique und. Deswegen wollte ich da gerne mal MAC ausprobieren. Ja.
Dann habe ich diese krasse Palette von Pat McGrath auch geholt. Ich könnte euch jetzt alles hier auch ein bisschen swatchen und sowas, Digis, aber das wird so ein langes Video. Lass uns das auf die First Impression Sachen verschieben. Ihr seht hier sehr krasse Farben. Also das sind sehr krasse Holo-Farben. Also auch das habe ich bei New Faces gesehen. Auch das werde ich natürlich für euch testen. 4 Farben für den Preis. Bitte, bitte enttäuscht mich nicht. Dann habe ich von Fenty diesen Diamond Bomb Highlighter geholt, weil ich habe festgestellt, auf Events und so, wenn ich da Highlighter auf meine Beine packe und dann Fixing Spray, das ist so ein kleiner Hack von Chardash, sehen meine Beine richtig, richtig lang und gut und glatt und heftig aus. Plus von Fenty Beauty habe ich einmal den Diamond Bomb Highlighter geholt. Den ersten, den silbernen, den sie hatte, das ist viele Jahre her, da war ich noch zur Schule und habe nebenbei Social Media gemacht. Da war ich auf Klassenfahrt in Paris. Ich habe Tränen in den Augen gehabt, weil dieser Highlighter so krass war. Da habe ich ja jeden Cent, den ich hatte, für Make-up ausgegeben. Und der war so teuer und das war so heftig. Und ich hatte so wenig Kohle zu der Zeit, aber ich habe ihn mir gekauft. Und deswegen hat dieser Highlighter was Besonderes für mich, weil ich das damit verbinde. Ich war wirklich bei Sephora das erste Mal in meinem Leben in Paris und habe Tränen in den Augen gehabt, weil der so krass war. Und musste echt überlegen, mache ich jetzt was Schönes von dem Geld auf Klassenfahrt oder kaufe ich halt Produkte für meine YouTube-Videos zum Testen halt, ne? Da habe ich den halt gekauft, so. Früher war es halt auch so, da habe ich eine Palette für 50 Euro gekauft, habe lange dafür gespart und habe 3-4 Videos dazu gemacht, weil 50 Euro ist halt viel für einen Test. Mittlerweile hat sich das schon krass entwickelt, so dass ich auch solche Sachen für euch testen kann und berichten kann. Das ist auf jeden Fall die Geschichte zu dem Fenty Highlighter. Dann habe ich mir von Charlotte Tilbury dieses Cheek-to-Cheek Blush-Ding geholt, auch weil das bei New Faces benutzt wurde, weil ich habe bei New Faces bei der Schulung gemerkt, dass sie alles mischt, Bronzer, Rouge, Foundation und dass dieses Gemische, wenn du es richtig machst, wirklich zu einem sehr schön flawless Look verhelfen kann und deswegen dachte ich, nehme ich den Rouge mal mit und probiere ihn aus. Und dann habe ich noch diesen Plump and Prime Luxury Face Plumping Primer Serum, also das habe ich entdeckt und das soll wohl ein Primer sein, den du auch ungeschminkt benutzen kannst, der das so ein bisschen alles liftet und fresher aussehen lässt und sowas alles. Also da bin ich gespannt und werde natürlich auch dazu berichten, egal wie es ungeschminkt ist oder auch geschminkt, so wie ich zu allen Sachen hier berichten werde, ob sie sich denn lohnen oder nicht, weil das mache ich jetzt schon seit über 7 Jahren. Dann habe ich mir bei NARS verschiedene Blushes geholt. Also NARS hat für mich die schönsten Blushes, die ich so bisher kenne. Orgasm ist für mich mein absoluter Favorit. Das ist auch der Blush, der bei mir fast leer ist. Sei es flüssig oder sei es als Puder. Also Orgasm habe ich auf jede Art, wie es ihn gibt. Als Stick, als Ruh, als Flüssigkeit, als Puder. Das hier ist La Dolce Vita. Dann habe ich mir noch den hier geholt in der Farbe Sin. Also auch sehr, sehr spezielle Farben, die aber auch sehr schön beim Swatchen sind. Also ihr werdet das ja dann immer in den jeweiligen Videos sehen. Dann habe ich mir diesen Luster geholt. Der sieht sehr, sehr hell aus, aber er macht so einen richtig, richtig schönen Schimmer. Und Amour. Also 4 NARS Blushes. Mein Herz blutet, aber wenn ich sie auftrage, mache ich das mit einem weinenden und einem lächelnden Auge. Dann habe ich mir von Fenty Beauty diese gehypte, krasse Mascara geholt. Ich habe versucht, sie irgendwie, dass mir jemand die mal zuschickt von diesen ganzen PR-Agenturen, hat aber niemand gemacht. Und das gab es nicht zu kaufen und jetzt gab es sie zu kaufen. Jetzt habe ich sie mir selber geholt, um sie für euch zu testen, weil ich habe bei den Influencern bisher nur Gutes dazu gehört. Ich wollte mir aber selber ein Bild machen, weil ich schaue immer, wem ich da wie vielleicht mein Vertrauen schenke. Dann habe ich mir von Charlotte Tilbury diesen Bronzer geholt in so einem krassen Ton, aber auch, weil New Faces genau diesen Ton mitbenutzt hat bei mir beim Vermischen. Das hier ist Deep. Ich habe normalerweise Medium, aber durch ihr Gemische sah das einfach sehr, sehr schön aus. Also sie arbeitet beim Formen vom Gesicht eher mit Mischsachen und auch eher mit wärmeren Tönen. Deswegen habe ich mir halt den Bronzer hier von Charlotte Tilbury geholt. Also ihr merkt, die Make-up-Inspiration bei dieser Make-up-Schulung war sehr groß für mich. Dann habe ich mir von MAC diese Hyper Real Moisturizing Cream geholt. Einfach um zu gucken, ob MAC es drauf hat, weil ich merke immer wieder, die Pflege vom Make-up ist das A und O. Und auch bei der Schulung haben wir festgestellt, oder hat sie mir erklärt, die Feuchtigkeitspflege ist sogar noch wichtiger als ein Primer und. Das seht ihr alles in dem Video. Da wollte ich einfach mal gucken, ob so eine Marke wie MAC wirklich einen heftigen Moisturizer raushauen kann. Deswegen habe ich mir auch dieses Serum von MAC geholt, Moisturer Infusion Serum, Feuchtigkeitsserum, um einfach zu gucken, wie ist da die Qualität, weil das ist ja eine Make-up-Marke, die so eine Pflege rausbringt. Also erwarte ich, dass ihr da schon krasse Sachen raushaut, wenn ihr euren Namen draufpackt. Und deswegen die Sachen von MAC. Es nimmt kein Ende, doch. Dann habe ich mir von Anastasia Beverly Hills diese Augenbrauenpuder geholt in den Farben
Chocolate und Ebony, weil auch bei New Faces, sie hat halt vorne mit der dunkleren Farbe, glaube ich, gearbeitet, hinten mit der helleren und hat das auch so vermischt. Sie hatte aber so eine Augenbrauen-Profi-Palette mit zig verschiedenen Tönen. Ich brauche ja nur meine Farben und deswegen habe ich mir die beiden mitgenommen. Dann habe ich mir noch verschiedene Concealer mitgenommen, damit ich einfach bei meinen High-End-Videos auch neue Concealer und Foundations testen kann. Dazu habe ich euch ja vorhin was gesagt. Und zwar von Rare Beauty einmal den Concealer, also die Marke von Selena Gomez ist ja so krass gehypt. Lady Gagas Marke hat mich irgendwie gar nicht angesprochen, kein Plan. Aber den Concealer von Selena Gomez auf jeden Fall. Dann diesen NARS Concealer, Radiant Creamy Concealer. Und den tanze ich seit, ich hab den seit Jahren auf meiner Wunschliste. Und ich habe es immer wieder nicht gemacht, weil er so teuer ist. Ja, aber ihr seht ja, bei diesem Einkauf dachte ich mir, jetzt oder nie, wer weiß, wann ich das nächste Mal bei Sephora bin. Plus viele Follower wünschen sich auch ab und zu mal High-End-Content. Plus ich kenne DM gefühlt auswendig. Also haue ich einfach manchmal High-End-Content mit rein. Und ja, der Radiant Creamy Concealer. Ich glaube, das war auch ein Bestseller von NARS. Ich glaube, das sagte der Mann zumindest, der mich da so krass gut beraten hat. Dann habe ich auch bei Rare Beauty mir zwei Blushes geholt. Einmal in der Farbe Believe, einmal in der Farbe Hope. Das sind ja diese Blushes, die super krass beliebt sind. Du brauchst ganz wenig, weil manche machen so ein Video, wo sie einen Tropfen nehmen und dann das ganze Gesicht machen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also das auch so Rare Beauty ist gerade für meine jüngeren Follower eine Marke, die sehr, sehr interessant ist, nach der ich auch sehr oft gefragt werde. Da aber eher so auf Kanälen wie TikTok und so. Deswegen warten wir hier mal ab. Dann habe ich mir einen Liquid Lipstick von NARS geholt. Da war ich sehr gespannt. Bad Guy. Weil er hat mir das gezeigt. Das sah wunderschön aus. Das Finish davon. Und er sagte, der soll wohl richtig lange halten, obwohl es kein Double-Ended Liquid Lipstick ist. Wunderschöner Nude-Tone. So mit so einem richtig schönen Finish. Werde ich natürlich auch ausprobieren. Dann habe ich mir von Rare Beauty auch eine Foundation geholt. Einfach, weil ich halt gut beraten wurde und in Real Life testen konnte, welche Foundations und welche Concealer und so zu mir passen. Ja, dann habe ich mir noch weitere Mascaras geholt. Einmal von Tarte, die Tubing Mascara. Warum habe ich sie mir geholt? Lass mich gucken. Ah, genau. Wie heißen diese Silikon... Digga, die heißen doch einfach Silikonbürsten, oder? Solche Mascara-Bürsten mag ich am liebsten. Die sieht sehr ähnlich aus wie die Mascara Sky High von Maybelline, aber nicht so wabbelig. Genau, wegen der Bürste habe ich mir die geholt. Warum habe ich mir die geholt? Genau, diese Bürsten hier feiere ich meistens nicht so krass, aber die sind teilweise sehr beliebt. Ich feiere eher die anderen und da wollte ich einfach ein bisschen die mal ausprobieren. Also die Tarte LED Tubing Mascara und von Tarte die Big Ego Mascara, weil ich die Bürsten so interessant fand. Ich finde das auch ganz schön, wenn du im Laden so einen Vergleich von Bürsten nebeneinander hast. Dann habe ich mir von Anastasia Beverly Hills diesen Pro Pencil geholt. Das ist so ein Eyeshadow Primer Color Corrector Pencil. Ich mag sowas sehr gerne. Ich male dann immer so unten an meinen Augenbrauen entlang. Malt der überhaupt? Ja, okay, der malt sehr leicht. Um sie halt nochmal so ein bisschen ordentlicher in Form zu bringen, weil ihr wisst, mit meinem Lash Lamp Serum. Das Problem ist einfach, Digga, ich sitze an der Quelle von einem Serum. Ich kann damit machen, was ich will. Es gab Zeiten, oh, ich weiß nicht, ob ich die jetzt finde. Oh, ich suche euch das jetzt extra raus. Das Ding ist, meine Augenbrauen wurden mal richtig krass von einem Friseur verzupft, obwohl die so einen guten Ruf hatte. Und hier unten seht ihr das, wie sehr die verzupft wurden. Und hier oben seht ihr, wie heftig dick ich die habe wachsen lassen. Also manchmal habe ich so dicke Augenbrauen. Und das Problem ist einfach, wenn du an der Quelle sitzt mit deinem eigenen Serum, was so heftig ballert, dann bist du halt auch ein bisschen dumm. Guck mal, so waren die auch komplett verzupft, komplett dünn. Also das war echt krass und auch in dieser Form. Ich war richtig schockiert. Und manchmal habe ich so Phasen, ich weiß selber nicht, will ich dicke Augenbrauen, will ich dünne? Manchmal habe ich so dicke, manchmal habe ich so dünne. Das ist ganz wechselhaft bei mir, weil ich weiß, egal wie, mein Serum rettet das sowieso. Und wenn ich so wie jetzt auf dem Trip bin, dass ich so ein bisschen dickere Augenbrauen möchte, dann habe ich hier natürlich so viele Härchen, weil ich die dann hier oben züchte und sowas. Und damit, die kaschiere ich dann gerne auch mit sowas, weil das das Ganze einfach ein bisschen ordentlicher macht. Deswegen dieser Pro Pencil. Dann habe ich von Benefit so ein Kajalstift geholt in so einem Dunkelblau, weil ich dachte, warum immer schwarz? Der soll 24 Stunden halten. Ich bin sehr gespannt, weil ich hatte mal einen auf den gesehen. Ich habe ihn in der Nase gehabt. Ich wollte eigentlich nur so. Alles klar. Ich hatte mal einen Kajalstift aus der Drogerie. Das war der beste, den ich kannte. Auch der wurde aus dem Sortiment genommen. Und jetzt gucke ich einfach, wie Benefit ist, weil da habe ich keine Erfahrung. Und ja, wir sind schon bald durch. Es kommt noch ein bisschen was, aber wir nähern uns zum Ende.
Dann habe ich mir von Pat McGrath Labs so ein Sublime Perfection Blurring Under Eye Puderkram gekauft. Bruder, warum packst du mir das in so eine Packung? Ich hasse Konfetti-Kram. Also würdet ihr das feiern? Ich denke mir halt so, egal, wenn man jemandem was schenkt und es kann das krasseste Geschenk der Welt sein. Konfetti macht es immer dramatisch. Also ich hasse Konfetti als Hausfrau aus tiefstem Herzen. Ja, das soll wohl ein sehr, sehr heftiges Under-Eye-Setting-Puder sein. Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich hilft, dass der Concealer nicht so in die Falten kriecht. Also, ja, ich wollte diese Marke einfach mal kennenlernen und ausprobieren. Also, ich hoffe, dass das kein Flop war. Dann habe ich hier verschiedene Masken von Sephora. Da werde ich euch jetzt nicht die Preise und so einblenden. Einfach, um sie auszuprobieren. Ihr wisst, ich liebe Tuchmasken und Under-Eye-Masken. Ich habe hier so eine Nourishing Face Mask. Dann habe ich so Koffein, Under-Eye-Pads, Nourishing Face Mask. Hier eine für Glow. Dann habe ich hier auch Augenpads. Auch hier Glow. Plumping-Effekt. So, dann so eine mit Milch mäßig. Weil ich wollte halt gucken, für den Preis, also ich glaube, die liegen ja auch bei 4 Euro, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ob die wirklich so krass sind, weil, ja, ne, also man merkt manchmal zwischen High-End und Drogerie bei Tuchmasken und Under-Eye-Pads definitiv Unterschiede. Aber hier konnte ich es jetzt nicht so beurteilen, deswegen wollte ich mich da mal durchprobieren. Dann habe ich mir von Sephora diesen Highlighter-Pinsel geholt, einfach weil ich den interessant in der Form fand und auch mal schauen wollte, wie denn die Qualität von Sephora-Pinseln ist. Dann habe ich mir hier auch so ein Concealer-Pinsel geholt und so ein Multi-Texture-Pinsel. Einfach für meine flüssigen Produkte wollte ich nochmal mehr Pinselauswahl haben und habe mir die geholt. Dann hatte ich hier noch so diese Pro-Pinsel von Sephora, auch für Foundation und Highlighter, weil New Faces benutzt zum Beispiel so einen ähnlichen Pinsel für Foundation-Auftrag, weil sie sagt, sie findet ja damit mehr Kontrolle. Das wollte ich dann auch gerne mal ausprobieren mit den Pinseln. Und dann habe ich mir diesen arschteuren Huda Beauty Face Sculpt and Shade Pinsel geholt, auch für flüssige Arbeiten, weil ich halt immer mehr flüssige Produkte in meinem Make-up-Game benutze. Zum Beispiel heute habe ich auch nur Flüssiges drauf, außer hier ein bisschen Bronzer, Puder, damit der Lidschatten da nicht reingeht. Da werde ich auch ein paar Pinselchen für euch testen. Dann habe ich mir drei weitere Concealer geholt. Einmal von Tarte, auch dieser Shape Tape Radiant. Der war relativ neu, soweit ich das gesehen habe. Der soll halt einen sehr, sehr schönen Glow haben und auch sehr schön von der Deckkraft sein. Dann den Born This Way Concealer von Too Faced. Ich hatte mal den normalen, den habe ich mit trockenen Augen jetzt nicht, also Fältchen jetzt nicht so gefeiert. Der hier soll so ein bisschen besser sein für trockene Haut, sagten die bei Too Faced. Deswegen habe ich ihn mitgenommen. Und dann auch von Natasha Denona diesen Concealer. Von ihr habe ich, glaube ich, gar nichts gesichtsmäßiges. Ich glaube, ich habe von ihr auch noch nie was probiert, außer ihre Lidschattenpaletten. Aber ich dachte mir mal schauen, wie da die Unterschiede sind zu Drogerie allgemein und für den Preis und, und. Dann hat MAC so ein Locked Kiss Ink Produkt gehabt. Ich würde es nicht Liquid Lipstick nennen, also 24 Hours Lip Color. Das soll wohl auch sehr, sehr schön sein und gut halten. Ich bin gespannt, weil ich hatte von MAC schon einen Liquid Lipstick. Der hat für den Preis, fand ich den echt schlecht. Mal gucken, wie es hier ist, weil bei dem anderen war auch 16 Stunden halt, 10 Stunden halt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr lange halt und der hat nicht mal 4-5 Stunden bei mir gehalten. So, und das fand ich ganz interessant als neues Produkt, gerade weil MAC mich persönlich jetzt lange gelangweilt hat von den Produkten her und ich jetzt doch ein paar gefunden habe, die ich ganz interessant fand. Dann habe ich mir von MAC diesen Prep and Prime Lip Primer geholt. Den hatte ich schon mal, da fand ich ihn, er geht so. Aber er soll perfekt sein, wenn man ihn hiermit benutzt. Deswegen habe ich ihn jetzt nochmal geholt, um das zusammen zu testen. Aber auch getrennt voneinander, weil ich bin ein praktischer Mensch. Und so denke ich auch bei meinem Online-Shop. Ich möchte, dass ein Produkt funktioniert. Ich möchte nicht, dass der Liquid Lipstick nur hält, wenn ich den Primer habe und das so mache und bla. Halt deine Schnauze. Entweder du alleine funktionierst geil und mit was anderem schön, okay. Aber ich will nicht tausend Sachen haben, die... Aber ich habe es trotzdem gemacht, um einfach mal den Vergleich zu machen, ob das so ein Unterschied macht. Dann habe ich einmal von Laneige diese Lip Sleeping Mask gekauft. Die kenne ich schon. Das war einfach für meine Verlosungskiste, damit ich die an einen von euch verlosen kann, weil das ist die beste Lippenpflege, die ich kenne. Ich bin aber dran, eine zu finden, die ich genauso gut finde für meinen Online-Shop. Genauso wie für meinen Online-Shop Digis habe ich etwas gefunden. Ein Make-up-Eye, was genauso gut ist wie das Beste, was ich kenne. Wartet da ab. Also und günstiger. Also da kommt auch noch was auf euch zu. Genau, jetzt sind wir
Ende. Ja, du weißt, ich meine, wir sind am Ende fast. Ich habe mir dann noch von Rare Beauty hier so einen Eyeliner geholt, so einen Kajalstift, weil der einfach krass halten soll. Genauso wie von Huda Beauty. Ich habe mir die einfach geholt, um das zu testen, weil auch bei Huda Beauty stand, glaube ich, 24 Stunden Haltbarkeit. Und da bin ich immer sehr gespannt, um für euch zu testen, ob das wirklich so ist oder nicht, dass sie so krass halten. Weil, ey, ich habe auch schon so viele aus dem High-End-Bereich gehabt, die haben nicht ansatzweise so lange gehalten. Dann habe ich mir von Tarte dieses Double Duty Beauty geholt, ein Hydrating Primer. Einfach mal, um zu sehen, wie dieser Primer ist bei trockener Haut. Und ja, ich persönlich benutze bei jedem Make-up immer ein Primer und immer ein Make-up-Eye. So, und das sind so Must-Haves. Auf vieles kann ich verzichten, auf sowas aber nicht. Da wollte ich einfach mal von Tarte schauen, was da abgeht. Genau aus demselben Grund habe ich diesen Smoothing Primer geholt. So gegen große Poren und sonstiges. Da werde ich ja auch oft von euch gefragt. Ich mag andere Primer lieber, also so Feuchtigkeitsspendende und sowas. Aber ich wollte hier auch mal schauen, wie das bei diesem Smoothing Primer ist. So, und werde natürlich dazu berichten. Dann habe ich mir von Anastasia Beverly Hills diesen Brow Wiz Eyebrow Stift geholt. Einfach, weil ich viel mit meinen Augenbrauen immer wieder zugange bin. Je nachdem, ob ich sie dick oder dünn haben will oder sonstiges. Und von Tarte dieses Sculpt Tape Ding. Weil ich gucke aktuell auch für meinen Shop nach solchen Dingen, die genauso gut sind wie von Charlotte Tilbury. Nur natürlich viel günstiger. Und das ist halt von der Verpackung genauso. Und da wollte ich mal gucken, gibt es da große Unterschiede oder eher nicht. Weil ich habe euch das ja vorhin erklärt mit Firmen und Produkten und ihren Namen. Und das wollte ich einfach mit den Charlotte Tilbury Produkten vergleichen. Und dann habe ich hier als allerletztes, das war's, Ende Gelände, von NARS eine Bronzing Cream. Sieht man hier schon die Farbe. Auch relativ dunkel, aber er hat mir das ganz gut erklärt und gezeigt. Und ja, ich bin halt auch viel in meinem flüssigen Film gerade mit Cream-Produkten und dies und das und sowas. Und jetzt habe ich mit dem Mund völlig fusselig geredet. Aber das war jetzt der größte Make-up-Einkauf meines ganzen Lebens. Ja, es werden zu allen Sachen, ich werde das so zusammenstellen und zusammenpacken, Videos kommen, First Impression Videos, wo ich die Produkte für euch bewerte und gucke, ob sie das Geld wert waren oder nicht. Wenn euch sowas interessiert, abonniert mich gerne auf YouTube, aber auch auf meinen anderen Kanälen gebe ich immer wieder so Zwischenberichte. Instagram, kannst mich jeden Tag in meinem Leben begleiten. TikTok baller ich auch sehr, sehr viel raus. Ja, alle Sachen sind in der Infobox verlinkt. Falls jetzt was für euch inspirierend war, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr Erfahrung mit etwas davon habt, weil ihr es schon besitzt, bitte schreibt mir das auch unbedingt, auch wenn die Erfahrungen schlecht waren. Ich lese immer eure Kommentare, es interessiert mich sehr. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben auf korrekter Support. Checkt meinen Online-Shop ab, www.ellanhelo.de, kauft dort was. Ja, das war eine krasse Eskalation. Das war es jetzt auch erstmal mit High-End. Ich habe jetzt erst einiges da rumzutesten und so. Naja, von Sephora, ich habe halt auch keinen, Digga. Ich bin aus dem Dorf und ich habe so, Mann, ich weiß auch nicht, ich habe so viel auf der Liste gehabt. Und naja, wir werden sehen, was sich davon lohnt und was nicht in den kommenden Videos. Und in diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.